Gipfel, Käse, Gipfel und anschließend immer spülen, sonst verstopft alles. Sie sind neu, stylisch und es werden immer mehr. Gipfel. Das Fake News. Kritiker nennen es auch Wunschkonzert. Schöne Bilder, schlecht gelauntes Baby. Zuerst die volle Breitseite. Wie hat London diesen heutigen Tag erlebt? Seither geht die türkische Regierung mit aller Härte gegen vermutete Drahtzieher und Mitläufer des Putschversuchs vor. Mühsamen Diskussionen. Man kann nicht ununterbrochen. Sehen Sie mal, Sie fragen mich zum Beispiel vollkommen stumpfsinnige Sachen. Sie fragen mich zum Beispiel, warum ich das Neue Testament mache. Das kann doch überhaupt nur jemand fragen, der entweder vollkommen ahnungslos ist oder jemand, der also bösartig ist. Sie hat mich für bösartig. Wenn Sie nicht fähig sind, Ihre richtigen Fragen zu stellen und mir nicht zuhören können, was ich sage, dann ich weiß genau, wovon ich rede. Die Grenzen zwischen Bern und Ankara sind sein. Damit noch da nicht bereit. Das sind doch auch nur Angestellte von Ihrer verfluchten Firma da. Behinderte. Für den Laien sieht's nach einer ganz gewöhnlichen Autobahnsanierung aus. Mehr als 400.000 Menschen ums Leben gekommen. Herr Keim, ist jetzt heute ein Ende des Kriegs in Sicht? Auf absehbare Zeit nicht. Damit zu einer Meldung, die Schweizer Schwingszene heute erschüttert. Prächtigen Riffe. Thomas von Grünigen berichtet. Bunt und lebhaft. Ein gesundes Korallenriff. Und damit zu Arthur Honecker und den Themen von 10 vor 10. Arthur, und danke Ihnen fürs Interesse. Hier nun Meteo mit den größtenteils prächtigen Wetteraussichten und danach die zweite Episode der Serie Vier Dörfer, ein Land. Einen schönen Abend und bis morgen. Meteo wird Ihnen präsentiert von Rice. Heiß Rice.